Servus. Servus, der Marc von Business to Business hier. Bei mir ist die Anja und die Luisa. Ja? Du machst deine Industrial und du machst jetzt die Ohrlöcher. Wir starten mit dir. Das ist zwar jetzt dein Video, du hast noch keine Ohrlöcher gestochen. Umso besser, habe ich dir gerade schon erklärt. Und ich zeige es dir jetzt mal an. Ich vermute, du willst jetzt nicht dehnen oder so auftun oder so was. Also normale Basic Earring. Schmuck. Wichtig ist beim Ohrring, bleibt die ersten Monate der Piercing-Schmuck. Das heißt, nicht nach 6 Wochen schon irgendwie so wie Schuhsachen reintun. Ich würde Piercings drin lassen, die auch entweder rund sind, also Ringe, oder normale Piercingstecker, Labrets. Aber ich würde nicht auf diese Push-Fit-Sachen gehen vom Ohrring, wo hinten Butterfly-Verschlüsse sind. Das ist für die Heilung nicht gut. Und da würde ich das erste halbe Jahr echt davon Abstand nehmen. Du kriegst im Piercing-Bereich alles, alle Ringe, alle Kreolen. Und da steckt man sich viel komfortabler. So, dann zeige ich es dir mal an. Ich empfehle dir auch, wenn es nach 6 Wochen einmal zu kommen. Die meisten Kunden kommen einmal her. Ich kontrolliere, ob es gut verheilt ist, alles passt. Ich mache den Schmuck raus, mache mal einen Schmuck rein. Das ist immer eine ganz gute Sache. Wenn man das einmal macht, dann ist man auf der sicheren Seite. So, das passt perfekt. Ja, passt super. Jetzt zeigst du am Spiegel. Ohren sind nicht gleich hoch. Das ist auch oft so, dass die Menschen einfach die Ohren nicht gleich hoch haben. Also bei dir ist das oder das weiter unten, das ist ein bisschen weiter oben. Mhm. Habst du jetzt jeweils mittig in die Ohrläppchen reingemacht? Ich finde das cool. Ja. Passt das so für dich? Ja. Gut. Dann Lust mit weißen Glitzersteinchen, dann nehmen wir die. Und dann fangen wir an. Wenn du eine Hand halten willst, darfst du die gerne von deinem Isa zerquetschen oder auch nicht. Das ist mir egal. So, ich stelle es von dir jetzt so, du bleibst genau sitzen. Ich stelle es einmal von da und halte mir kurz da. Dein Ohrläppchen wieder fest. Das ist doch gar kein Piercing, das heißt, du weißt gar nicht, was auf dich zukommt, sozusagen, oder? Ja. Also rechne mit Schmerz von einer Skala von 1 bis 10 von 100. Nein. Okay. Nee, mit 3, 2 oder 3. Das Ohrläppchen sind echt easy. Also vollkommen easy. Wie ist es so wie Blut abnehmen oder impfen? So, es geht eine Sekunde und das war's schon wieder. Und was schlimm? Es geht. So eine Gruppe. Siehst du, ich bin blitzschnell. So, das war's, fertig. Gut, dann machen wir den Schmuck rein. Ich muss es zuschrauben nach vorne. Number one. Dann machen wir noch drüben. Number two. So. Auch hier wieder locker bleiben, atmen und das war das zweite. Einfach deswegen, weil beim ersten ist ja noch so dieser Wow-Überraschungseffekt und beim zweiten ist dann schon mehr dieses da. Da achtet man schon viel mehr auf das Ganze und dann hat man auch das Gefühl, dass es ein bisschen mehr wehtut. Aber es ist ehrlich gesagt rein subjektiv. So. Okay. Das war das zweite. Cool. So, dann zeige ich einmal kurz der Kamera und jetzt zeige ich es auch gleich im Spiegel. Sieht echt cool aus. Warte, einmal so. Cool. Na, gefällt mir. Steht ja gut. Warte, wo ist die? Da ist dein Spiegel für dich. Das ist fein, oder? Ja. Gut, Pflege, Pflegeernährung. Ich erkläre dir kurz, wie es geht. Wir brauchen Frontalin Spray und Gel. Das ist einmal das Gel, so sieht das aus. Das ist das Spray. Die zwei Sachen brauchst du bitte. Zuerst Hände waschen und Hände desinfizieren. Dann bitte einsprühen, vorne hinten Sprühe vom Frontalin Spray drauf. Einwirkzeit ist 30 Sekunden. Du brauchst keine Uhr einschalten, einfach ein paar Sekunden machen. Nimm dann die Küchenrolle, mach die feucht mit dem Spray. Und wisch dir vorne hinten ein bisschen feucht ab. Keine Wattestäbchen, weil das fusselt. Fusseln wollen wir eben nicht am Stich keine Ahnung. Dann nehmen wir das Gel, tropfen vorne hinten drauf und bewegt dein Stabel vor und zurück und du bist fertig. Okay. Also einsprühen, Küchenrolle nehmen, putzen, Gel drauf tun, bewegen, fertig. Okay? Haare färben machst du nicht, oder? Ja. Wäre 6 Wochen nicht erlaubt. Dampfbad, Sauna, Solarium, bitte zaubern. Und in 6 Wochen herkommen, mit ihr dann können wir es wechseln und einen Schmuck reinmachen. Ja. Passt? Danke dir fürs Kommen, danke euch fürs Zuschauen. Das war Anja mit den Ohrlöchern. Ah ja, habe ich jetzt zu viel gesprochen? War das jetzt eine 2, eine 3 oder doch eine 5? Wie war das Gefühl für dich? Ich
4. Gut, passt. Danke dir. Servus, ciao.